Hallo und herzlich willkommen hier bei AgriVrongs V3 natürlich. Wir gucken mal rein, weil ich denke, er hat nämlich hier eigene Gebäude drin hier. Da gucken wir mal, weil ich habe nämlich gesehen, dass nämlich das Modding-Team... Ach, leckt mich doch mal, struckelt das hier. Dann machen wir mal hier so. Jetzt geht's. Ja. Nee. Das sind die älteren Gebäude hier. Die kenne ich noch vom 17er hier. Ja, sieht ja mal gar nicht so schlecht aus hier. So, ne? Das geht, ne? Natürlich, das weiß man, dass bei ihnen immer alles funktioniert hat. Das ist doch auch hier ein schöner Hof hier, ne? Ich kenne irgendwie den Stall kenne ich irgendwo her, ne? Heilige Scheiß, was ist denn heute los? So, ja, soll ja... Hä, okay. Der ist auch witzig hier, ne? Oh. Okay. Das ist nett gemacht hier, ne? Kann man durchlaufen, ja. Ist nett, ne? Na? Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Jetzt. Da, weg. Da, weg. Wenn das so einfach gehen würde, ne? Nee, ist aber nett gemacht hier. Man weiß zwar nicht, wo hier... Ah, hier, drüben vielleicht. Auch nicht. Ach, das ist der Milchtank. Alter, wie verchromt hier, ne? Ja, hier ist auch was hier ist zu essen. Außerhalb, ne? Ach so. Ja, dann gucken wir mal rum hier. Das kennen wir auch hier von... Ah, das ist auch ein schönes Ding hier, ne? Das war ja auch wieder was Schönes hier, ne? Ja, das war ja ganz schön hier. Müsste man eigentlich mal hier so platzierbar machen, ne? So Sachen hier. Das war ja vielleicht cool, ne? Auch mit so hier Steinchen hier so, ne? Könnte man das schön platzieren auf dem Hof. Das wäre ja hier was. Wir switchen mal hier auf dem Träger hier. So. Hier sind wir da schon. Ja, wo sind wir denn jetzt hier gelandet hier? Also die Map ist eigentlich ziemlich groß. Ihr habt viele Felder hier. 40, 46, 45, 50, 50, 50. Letztes Gebot 50. Sind 50, ne? Jupp. 50 Felder. Nicht alle gerade, ne? Eigentlich was gar keins, ne? Ja, so ist es, ne? Ist aber im Grunde genommen nett gemacht hier, ne? Ist ja die V3 schon. Was haben wir denn hier noch? Achso, wir haben sogar einen größeren, sogar einen Johnny hier. Ein 6250er. Das ist ja eigentlich hier, eine nette Sache, ne? Aber hier, das sind also wieder Sachen. Ja, gut, das sieht jetzt, es ist jetzt nicht so, ne? Und so flach. Aber das sind halt Sachen, die, ne? Ja, stört mich ein bisschen, ne? Sieht ja jetzt nicht so realistisch aus. Wir müssen aber hier mal rumgurken, ja, ne? Wir müssen unbedingt mal rumgurken. Also, das geht ja auch nicht hier. So ein Shape-Baum hier. Der sieht ja echt beknackt aus, ja, ne? So, wir müssen hier mal... Wir kaufen mal was. Wir kaufen uns ein Auto. Und dann gehen wir mal hier Shop gucken. Der Shop ist ja... Ja, der ist gerade nebenan. Da oben ist der Hof gewesen, ne? Ja, das ist auch mal ein schöner Hof hier, ne? So, jetzt geht dann die Tür von alleine auf. Ne. Mach da mal die Kucke auf hier. So, jetzt gucken wir einfach mal hier. Wo gucken wir? Links, ne? Jo, machen wir mal links. Ist hier eigentlich... ja, halt viele Büsche hier drin, ne? Es ist aber schon, eine nette Sache hier. Ein bisschen Wasser. Das ist, weiß ich auch nicht, was das ist hier. Ist das eine BGA oder was? Die PDA. Natürlich. Na komm. Da steht nichts, ne? Hallo. Da steht nichts. Ich kann kein Französisch. Also mit Sprechen habe ich es nicht so, ne? Das andere Französisch kann ich schon. Also, futzen wir mal weiter.
Ich mache übrigens unten den Link rein, wo man die Map findet. Da gibt ja nicht alles hier auf Moodhoster oder auf Dings. Auf Forbidden. Da muss man schon manchmal ein bisschen suchen hier. Das ist auch nicht so schlecht. Da haben sie richtig zugeballert hier. Das ist natürlich auch wieder was hier, was mich sehr interessieren würde hier, ne? Ja, es stimmt zwar nicht ganz überein mit dem Ding, aber das wäre natürlich hier auch was Cooles hier, ne? Zwar keine Kuli drin, aber wäre eine nette Sache hier. Der Pfosten hat auch keine, ne? Die haben richtig geguckt hier, dass man auch hier fahren kann. Geradeaus soll eine Dings sein, dann fahren wir hier links runter, ne? Also im Grunde genommen ist das hier jetzt eine ganz angenehme Map hier. Außer, ja, wenn man jetzt hier die Bäume in den Stein macht, das ist dann nicht mehr so. Ich wollte auch einsteigen. So, links ist ja hier noch ein Dörfchen, da gehen wir ins Dörfchen. Oder haben wir da hinten noch was Interessantes? Nee, oh, das sieht aber jetzt nicht so schön aus hier, ne? Der Berg, der Hügel, ja, Berg, Hügel. Der sieht jetzt nicht so, ne? Ne, das. Ey, was zum Henker ist das denn? Ach so, ich hab gedacht, die haben sie hinten. Ja, da ist er doch durchgefallen hier, ne? Ja, das ist nicht so, ne? Gibt hier gewisse Bereiche, die nicht so schön sind. Ne? Aber wenigstens fahren die Autos. Aber im Grunde genommen kann man das jetzt hier schon brauchen, ey. Da ist es bestimmt, ja, an der Kuh drin. Ah, jetzt fahren wir wieder zurück. Naja, macht ja nichts. Da unten ist auch noch was hier. Da sind ganz viele Sachen da unten. Oh, ja, muss ich mal. Ah, sind wir wieder beim Hof. Scheiße. Ja, wir können vorne rechts abbiegen. Und da sind wir dann auch schon da. Der Hof sieht ein bisschen komisch aus hier. Finde ich jetzt. Jetzt gehen wir hier rechts. Na, da unten haben wir ja noch mehr hier. Da gibt es noch eine BGA hier. Wow. Da hat er. Ja, aber gut gelöst, ne? Also. Ja. Lass mich mal aussteigen hier. Oh Gott. Das sieht. Hört sich an wie so der alte Dings, ne? Ach, das ist die ganze BGA hier. Ist aber nett gemacht hier, ne? Muss man schon sagen. Also schon, schon irgendwie. Ne, ist nur ein bisschen scheiße hier. Da musste die Silage von hier oben nehmen. Und hier runterfahren, das ist nicht produktiv, ne? Das geht nicht, das ist nicht produktiv genug. Das kann man ja noch nicht machen. Achso, wir gucken ja eigentlich immer hier wegen Fruchtsorten, ne? Da gibt's Karotten, Millet, ja, Luzerne und Gauverde, keine Ahnung, Todesfrüchte, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Nee. Steht auch nichts. Was haben wir denn sonst noch drin? Aber da gibt's Holz. Ah, die haben ein Bällchen hingemacht. Cool, das ist glaube ich so Kohlzeug, ne? Das müssen cool sein hier, ne? Aber Käse? Nee. Butter. Käse? Butter? Bretter? Paletten. Also Produktionen sind hier drin anscheinend, ne? Aber ob man jetzt hier auch den Ding braucht, hier den Global Company, weiß man nicht, weil auch kein Bildchen drin war. Da müssen wir nochmal gucken. Aber er hat hier die Straßen auch ein bisschen komisch gemacht hier, ne? Ah, hier der Viehhändler. Da hat er auch mal das Zeug so gemacht, ne? Das ist alles hier. Das ist alles geklaut. Lalalala. Jo, ne? Jetzt sind wir mal ein bisschen rumgefahren. Jetzt gehen wir mal switchen hier, ne? Weil es ist ja schon. Das sieht jetzt aber gar nicht schön aus da hinten. Also, das ist jetzt so. Das kann ja gar nicht wahr sein hier. So, wir gehen mal gucken. Es ist noch ein bisschen schade hier. Man sieht gar keine. Doch hier oben geht überall hier die Dinger hier, ne? Kuhstelle. Ah, das ist jetzt aber nicht so schön hier. Das ist jetzt aber hier nicht so. Nicht so, so, ne? Meine, das kann man ja platzieren, das Ganze, ne? Das muss man jetzt nicht einfach hier so hinklatschen und der Boden haben wir so. Pff, Scheiß drauf. Das könnte man schon ein bisschen anders machen. Aber ein schönes Silo da hinten. Aber ansonsten, das ist jetzt so. Da haben wir nochmal eine Kuhweide.
Ja, das ist natürlich hier. Was auch nicht ist, ist ein bisschen komisch. Die Bäume sind nicht da, ne? Also man sieht keine Bäume und so. Da hat er mit der PDA nicht so ganz schön gemacht hier. Jetzt sind wir bei der Sägerei. Ich bin aber irgendwie drin in hier. Was ja dann nicht so toll ist, ne? Für die V3 ist das schon nicht so der Burner hier, ne? Also er hat eine Sägerei. Ich komme aber hier nicht raus. Dann gehen wir mal gucken. Da können wir raus. Das ist ein bisschen schade hier. Dass es direkt, ne? Direkt hier so ist. Da hätte man irgendwie die Bäume noch ein bisschen runter machen können, dass man überhaupt nichts mehr sieht. Und dann wäre es dann natürlich auch ein bisschen besser. Das ist. Ach, das ist die Sägerei. Jupp, das ist die Sägerei. Dann ja, ganz viele Sachen hier. Hier unten haben wir noch was. Das ist auch was Altes. Sieht so aus, als Altes ist. Von der Textur her, ne? Ja. Ja, das ist natürlich das Problem, ne? Aber ich hätte das jetzt nicht genommen, weil die Textur sieht so beknackt aus. Das passt überhaupt nicht zum 19er hier, ne? Das passt nicht. Also, ne? Da hat nicht überall sieht's gut aus, ne? Es sieht nicht überall gut aus. Naja, aber im Grunde genommen ist es jetzt aber gar nicht schlecht. Also man hat vieles Dingsbums. Schräge Straßen hier. Sieht übrigens besser aus, wenn man die gerade macht. Es sieht viel besser aus. Ist viel, viel besser, ja. Da gehen wir mal gucken. Ja, da waren wir doch schon. Da gehen wir weiter. Da haben wir hier noch Spinnerei, da wo die Leute spinnen hier, ne? Oh Gott. Das ist aber scheiße hier. Das ist aber total scheiße. Sind das nicht die Alten? Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, ob er die Map hier konvertiert hat oder ob er einfach alte Gebäude genommen hat. Also mir gefällt das Gebäude jetzt mal total überhaupt nicht. Also. Nee, da kann ich mich nicht anfreunden. Das hätte mal ein bisschen irgendwie. Das sieht ja aber auch aus hier. Alles hier zugekleistert. Was sind das? Ach so, ja, wir haben ja wieder hier Zombie-Zeit. Es ist ja wieder Halloween-Zeit, ne? Das hat jetzt Giants immer noch drin. Aber das sieht jetzt auch nicht so schlecht aus hier. Schöne Allee hier. Ach, das sind die Gebäude. Die habe ich auch schon gefunden. Ja, von Namen sind die. Das sind wieder die typischen polnischen Gebäude. Einfach mal so ein Würfel gezogen, Textur drauf, fertig. Ne? Von Weitem sehen die eigentlich gut aus. Das wären eigentlich hier mehr Dinger, Objekte, ne? Von Weitem her, ne? Das wäre natürlich schon. Der sieht auch scheiße aus. Der Brunnen. Textur. Shader. Nicht gut. Nein, nicht gut. Was ist das denn hier? Das soll ein Einkaufszentrum sein. Ich kann doch kein Französisch. Das sieht ihr wieder auch hier. Auch wieder außerhalb ist auch wieder so leer. Das ist natürlich auch wieder sowas, ne? Aber im Grunde genommen ist das jetzt nicht so schlimm. Also hier sieht's da, geht's wieder, ne? Hier ist es wieder, da gibt's irgendwie so einen Übergang. Ist aber auch ein bisschen. Nee, das geht, das würde eigentlich gehen hier so, ne? Das geht. Das ist jetzt nicht schlimm. Alter, wo hat denn der die Leute hier rumlaufen lassen hier? Alter. Wie beknackt ist das denn? Oh, da oben hat er auch. Ui, das sieht. Oh, das ist aber gar nicht gut hier. Das ist nicht gut. Also für das, dass er die V3 gemacht hat, ist es schon ziemlich. Laschi? Laschi. Da haben wir noch was. Er hat wenigstens mal viele Sachen drin, ne? Das ist ja auch nicht so schlecht. Viele, viele Dinge hat er drin. Ja, das geht doch, ne? Dann ist jetzt. Ja gut, das ist scheiße, ne? Wenn die Hauptstraße an der Fabrik endet. Was ist denn, wenn ein Raser kommt? Der rast hier voll da rein. Und was hat er da hier gemacht? Ne, nun ja. Ist das jetzt gewollt oder ist das jetzt hier ein Fehler?
Da müsste doch die Mauer sein, da wird es doch viel besser aussehen. Na, das ist doch egal. Oh, wir müssen leider aufhören. Also, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bye, bye.